Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 105 von Anno 1800 Finale. Ich begrüße dich, schön, dass du eingeschaltet hast. Leute, lasst uns heute wieder die Segel setzen. Ah, ich habe voll Bock drauf. Ja, wir haben doch schon einige Stunden in unserem Spielstand hier verbracht. Darum wird die Ladezeit auch immer länger. Aber es macht immer noch richtig Spaß. Ich habe voll Bock drauf. Ja, wir starten hier weiter in der Arktis durch heute, würde ich sagen. Und schauen mal, sehen mal zu, dass wir diesen Luftschiffhafen fertig bekommen. Das wäre richtig cool, wenn wir das heute schaffen könnten. Uns fehlt Stahlbeton. Okay. Ist es schon unterwegs? Ich weiß es nicht. Haben wir das schon? Haben wir schon hier Stahlbeton? Ich glaube noch nicht, oder? Nee. Okay. Dann lasst uns mal schnell zu unserer Schwerindustrie gehen. Hier ist gerade ein Schiff, das bietet sich an. Laden wir gleich mal. Oh, haben wir gar nicht mehr so viel. Könnte es sein, da ist schon was unterwegs. Oh, ich denke ja. Ich weiß nicht, haben wir das in der letzten Folge was abgeschickt? Werden wir gleich sehen. Wird ja nicht lang dauern, bis das ankommt. Einen Moment. So, okay. Gut, so lange müssen wir halt jetzt warten. Schauen wir schnell, was wir hier an Items entwickeln. Jo, ein bisschen was für die Tierhöfe. Das ist immer gut. Das passt. Ich würde gerne ein paar Punkte noch ausgeben. Ja, einfach die letzten hier. 100 Erforschungen brauchen wir noch. Hat ja. Okay, schauen wir gleich mal nach. Jo, das sind einfach die letzten Items hier. Die werden wir uns natürlich noch holen, ganz klar. Dann haben wir jedes Item, das es im Spiel gibt, können wir dann über das Forschungszentrum herstellen. Und das ist nicht schlecht, ja. Das ist sogar sehr, sehr gut. Jetzt können wir auch dann einen riesigen Zoo anlegen. Vor allem können wir die ganzen Sets uns zusammenstellen. Das bringt auch noch mächtig starke Bonis teilweise. Schauen wir mal schnell nach. Hier fehlen Zigarren. Jo, das ist schlecht, oder? Ja, was war das gerade? Wieso haben die so viele Sachen gebraucht? Habe ich hier irgendwo etwas? Nee, passt schon. Okay. Jo, Zigarren. Zigarren fehlen wohl etwas. Okay, ansonsten hier fällt Rum. Oha. Okay, das ist natürlich schlecht, oder? Müssen wir mal zusehen, dass wir da etwas bekommen. Ich möchte jetzt mal schnell hier oben schauen, ob hier das Schiff mit Stahlbeton angekommen ist. Sehr, sehr gut. Dann können wir gleich die nächste Phase hier starten. Let's go. Zack. Phase beginnen. Sehr gut. 250 Techniker, haben wir das? Ich denke schon, oder? Haben wir 250 Techniker? Jupp, haben wir mehr wie genug. Das passt. Dann hoffe ich, dass hier jetzt bald was vorangeht. Ja. Jetzt, Produktion ist gestartet. Wie lange dauert es? 10 Minuten, glaube ich, für diese Stufe. Dann noch eine Stufe, dann ist der Hangar fertig. Dann können wir endlich mit der Questreihe weitermachen hier. So, die haben bis auf Schlafsäcke. Da sieht es ein bisschen mau aus. Produzieren wir hier eine Schlafsäcke? Selber auf dieser Insel? Nee, glaub nicht. Das ist hier drüben, oder? Öllampe. Ach, wo haben wir es denn? Ist hier oben für die Produktion Schlafsäcke. Machen die zu wenig? Bekommen wir zu wenig? Müssen wir da ein bisschen die Produktion vielleicht erhöhen? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. 120 Tonnen Schlafsäcke haben die. Hat hier gar nichts eingeladen, oder? Müssen wir gleich mal ein Schiff, eine Route erstellen. Machen wir die Abkommen 2. Route einrichten. Abkommen 2. Schiff
Ja. Ja, da würde ich sagen, immer 50 tonnenweise. Eigentlich ist es egal. Doch, 50 Tonnen. Was hier? Parker, Schlafsäcke. Und hier bitte ausladen. Das war's eigentlich schon. Okay, passt. Ah, ich habe, glaube ich, Schlafsäcke von den. Von denen da oben gekauft immer. Da hätten wir auch eine Route einrichten können. Ja, gut, aber ist jetzt, macht nichts. Wird so auch passen. Sehr gut. Dann, was brauchen die Parker? Ah, wie stellen wir Parker? Parker, ja. Bauen wir da Bärenfell? Kann das sein? Schauen wir mal schnell. Techniker, Parkers. Brauchen wir Bärenjagdhütten? Ah, okay. Bärenjagdhütten. Was ist hier los? Fehlende Waren. Wieso fehlt hier Fleisch bei einer Jagdhütte? Hä? Rindfleisch. Lager 0. Hä? Rentierjagdhütte. Wieso brauchen die Rindfleisch? Hier irgendein Item drin, das hier ein bisschen seltsam ist. Beeinflusst Rindjagdhütten. Gebäude verarbeitet nun Rindfleisch. Ah, Mist. Ja, natürlich blöd. Ja, aber Rindfleisch, hä? Mal das raus hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Die machen aus Rindfleisch. Aus Rindfleisch machen die. Ah, okay. Kann man das irgendwie transportieren? Können wir das irgendwie. Ja, macht es Sinn? Macht es Sinn, das hierher zu transportieren? Lass mal schauen, es gibt doch hier. Wo haben wir das Rindfleisch? Wir haben da irgendwo das als Nebenprodukt. Ich glaube in der neuen Welt, aber da brauchen wir es auch. Für Tortillas oder was? Hier. Lass mal schauen hier. Jo, hier haben wir Rindfleisch voll. Das ist halt. Moment. Wo gibt's Rindfleisch? Oh, hier ist auch. Warte mal. Das Lager ist voll. Hier gibt's Schweine ohne Ende, aber. Ich glaube hier, oder? Kann es sein, bei den Jagdhütten, dass wir hier ein bisschen was an Rind. Nee, haben wir nicht mehr. Hier produzieren wir kein zusätzliches Rindfleisch mehr. Also hier oben wohl ja, aber ich weiß jetzt nicht von was für einem, von welchen Produktionsketten. Das ist hier die Frage. Ich glaube, das war mal bei irgendetwas, aber ist nicht mehr. Und ich kann schon die 3000 Tonnen transportieren. Nee, hier haben wir auch keins. In der neuen Welt, lass mal da schauen. Oh, können wir eine WM starten? Oh, ne, die Belohnung abholen. Ist auch nicht schlecht. Hier 150, oder? Yes, sehr gut. Hier vielleicht Rindfleisch über, irgendwie ein bisschen. Ja, Schokolade hätten wir mal über. Braucht das jemand? Oh, ich glaube, das ist auch nur ein Nebenprodukt. Jetzt müsste ich den Rindfleisch. Ja, Rindfleisch hätten wir ja eigentlich schon genug. Ja. Wir produzieren ja wie die wahnsinnigen Nicken. Ja. Haben wir eigentlich. Wisst ihr was? Zwackt mir da was ab. Und zwar ist das schon eine leere Versorgung. Gehen wir mal schnell auf ein leeres Schiff. Hier haben wir noch eine kleine Flotte. Lassen wir natürlich weiterhin Schiffe produzieren. Ganz klar. Die fahren wir mal hier hin. Ui, das ist doch eine ganze Menge Schiffe. Also, Trompetenfisch. Rüsten wir mal ein Schiff aus, dass wir dann Rindfleisch transportieren. Ich weiß nicht, macht es Sinn? Keine Ahnung, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es gibt ja zusätzliche Bärenfälle. Und ich glaube, Bärenfälle sind wichtig. Später auch für
die Investoren, ja. So, jetzt nehmen wir hier die HM Solitär 2. Da machen wir jetzt eine ganz wilde Route. HMS, ja, was für eine, was ist HMS? Für eine Abkürzung. Oh, wo haben wir das Schiff? Wir haben langsam so viele Schiffe. Blickt ja keiner mehr durch hier. Woher ist das voll geladen? Aber wohin? Okay, wir nehmen das jetzt. Irgendwann verliert man mal den Überblick. Die neue Welt. Starten wir hier Versorgung. Route einrichten. Handelsroute. Ich habe doch gerade. Nein, nicht das. Ah, wo haben wir es? Die HMS Solitär 2. Die muss hier oben sein. Hä? Jetzt habe ich. Ah, okay. Sammeln, konzentrieren, weiter geht's. Was ist hier los? Wo habe ich das Schiff jetzt gerade? Na, komm schon, hier. Eieiei. So, hier fangen wir an. Ein wenig Rindfleisch einzuladen. Ich möchte schon zusätzlich die Bärenfelle haben und ja, wisst ihr, wenn wir hier Rindfleisch einfach überhaben, warum soll man das dann nicht einsetzen, um hier ein paar zusätzliche Bärenfelle rauszuholen. So, ab geht's. Let's go. Dauert jetzt ein bisschen, ganz klar, bis die erste Ladung herkommt. Aber ich denke, das macht schon Sinn. Werden wir sehen, ob das Sinn macht. So, hier nochmal ein Schiff ausgerüstet. Wunderbar. Haben wir noch genug zum Ausrüsten hier. Dann schauen wir schnell doch, ob wir unseren geliebten Ferras hier bekommen. Vielleicht ein, zweimal. Das wäre super. Okay. Den haben wir ja erst bekommen. Aber der kommt ja immer wieder mal und den kann man nicht oft genug haben. Kann es immer wieder nur sagen, eines der, wenn nicht das effektivste, beste Item im Spiel, weil es halt universell einsetzbar ist. Ja, wirklich in jedes Ding kannst du den reinhauen. Unser geliebter Ferras. Bei Rami oder wie heißt der? Irgendwie so. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das, oder? Und eins geht noch. Zack, eins noch. Und eins noch. Oh, jetzt wird es wieder teuer. Und er will wohl nicht. Eieiei, so viele epische Items. Aber leider ist er nicht dabei. Na gut, dann. Das muss halt. Okay. Arktis, was gibt's eigentlich hier? Was gibt's eigentlich hier für die Rentierhütte? Oh. Ups, das wollte ich nicht. Für die Rentierhütte. Rentierfleisch. Ist jetzt, glaube ich, ziemlich runtergegangen, oder? Ja, passt schon. Jo, sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Schlafsäcke haben die jetzt auch. Unsere Techniker Parkers brauchen wir jetzt. Oh, hier ist die nächste Phase fertig. Schaut mal. Yes. Bam. Ui. Jetzt brauchen wir mehr Techniker. Jedes Risiko auf sich. Ja, jetzt brauchen wir mehr Techniker. Mehr Techniker. Wir müssen hier ein bisschen vergrößern. Wir könnten hier noch ein paar Wohnhäuser vielleicht hinbauen. Haben wir hier Kantine? Vielleicht noch mal eine Kantine hier oben hin. Ja, sollen wir das mal machen? Würde vielleicht Sinn machen hier irgendwo. Oder wartet mal, wir bauen erstmal hier ein paar Häuser hin. Ja. Ziehen wir eine Straße rüber. Kantine. Setzen wir hier. So geht es nicht. Ist ja blöd. Hier oben bekommst du nicht mehr so viel hin.
Doch, ich würde trotzdem. Naja, macht es auch keinen Sinn. Hier vielleicht Kantine irgendwo. Passt auch nicht. Das ist ja blöd. Na dann halt. Jetzt nicht hoch. Das ist ja wirklich. Probieren wir es einfach mal hier. Ob es hier Sinn macht, keine Ahnung. Wir müssen halt noch ein paar. Brauchen noch ein paar Einwohner hier in der Arktis. Ja. Ich denke, so sieht es ganz gut aus. Ja, sind hier abgedeckt. Mit dem Heizen auch. Ich denke, wir machen jetzt mal einfach alles noch voll, was geht. Das geht nicht hier. Aber die hier sind noch alle drin. Erhöhen einfach ein bisschen die Einwohnerzahl. Ja, ja. Gar nicht so schlecht aus, oder? Wärme sollten die alle haben. Kantine haben sie auch. Jo, das passt. Das heißt, wir könnten ein paar Techniker aufstellen lassen. Vielleicht noch hier eine Polarwacht oben hin. Irgendwie geht es. Ja, auch nicht. Eieiei. Da müssen wir wahrscheinlich. Ja. Jo, hier eine herein. Ja, machen wir. Lassen wir. Bauen wir hier noch alles mit Häuser voll. Ja, viel geht nicht. Okay, das war's dann wohl schon hier. Ziehen wir noch eine Straße runter. Jo, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt können wir hier ein paar Techniker aufsteigen lassen, denn das sollte eigentlich reichen. Ja, denke ich mal. Dann dürfen die jetzt hier einziehen. Moment, da haben wir das Postamt. Das muss ich gerade mal schauen. Ach, wir haben hier. Hier können wir auch noch Items einbringen. Ja. Da müssen wir mal zusehen, was wir da noch für Items reinnehmen können. Wir könnten hier auch noch ein Quartier hinbauen. Ach, ich kann jetzt tiefe Goldmine hier bauen. Schaut mal. Wir brauchen aber Arktis Gas und Elektrizität. Okay. Das ist ja cool. Gibt es eventuell. Muss man einfach abwarten, bis hier. Oh doch, wir können die Phase beginnen. Ach, Mist, wir brauchen Segel. Wir brauchen Motoren. Oh, okay, wenn es unbedingt sein muss. Das wird man natürlich, können wir das holen. Ich habe doch hier ein Schiff. Passt. Ach, da laden wir mal Motoren ein. Haben wir hier Segel zufällig? Okay, müssen wir Segel holen. Ich glaube, hier drüben waren noch welche. Ja, passt schon. Gut, ja, ist halt so. Was ist das hier für ein Schiff? Was will ich hier mit Stahl? Hä? Okay. Fülle ich mal noch schnell auf. War das einfach in die Hauptstadt runter, oder? Keine Ahnung. Aber wir lassen ja schon Fahrstühle produzieren. Ja. Da könnten wir mal ein Hochhaus bauen. Oder? Haben wir Fahrstühle hier schon auf Lager? Lass mal schauen. Fahrstühle sind die hier. Soll man ein Hochhaus machen? Ja, da brauchen wir wieder so viele Waren dann. Na, ich will das erst auf dem Kap machen. Hier. Nee, hier müssen wir auch. Junge, hier. Oh je, je. Hier müssen wir noch einiges tun. Hier wird es richtig übel. Da müssen wir erstmal die Nebeninseln alle erschließen hier und ja, wird wild. Viele Items braucht man da. Ah, aber wir müssen die Hauptstadt ja irgendwann aufbauen. Aber es wird hart und dauert noch ein bisschen. So, Phase beginnen. Okay, Glasscheibenfenster sollte passen.
Segel bekomme ich. Ich glaube, ja. Segel bekomme ich und Techniker haben wir genug, oder? Jo, passt. Parker. Parker. Bettfleisch haben wir noch keins, oder? Nee. So schnell geht's nicht, nein. Es dauert noch ein bisschen. Bären, Fell, Hütten. Ja. Das könnten wir eventuell. Oder gibt es doch auch die Walddichte, oder? Kann man denn nicht die Walddichte erhöhen? War das nicht so? Ich bin mir gar nicht mehr so. Warum Walddichte? Moment, lass mal schauen. Walddichte, damit du mehr Hütten bauen kannst. Ich glaube. Lass mal gucken hier. Itementwicklung. Bären. Schreiben wir mal Bären. Bären. Bärenfell, Bärenjagdhütte. So, schauen wir mal. Produktivität, was haben wir hier? Ein letzter Blick. Auch nicht schlecht. Letzter Blick, ja. Oh, sieht gut aus. Öffentlichen wir, oder? Passt. So, lassen. Ich brauche ein paar Arktis-Items. Und zwar eventuell mal für hier. Ja, schauen wir mal, was gibt es hier für die Arktis? Kann man das irgendwie. Techniker, Behausung? Gibt es hier irgendwas? Gar nichts. Echt? Ah, wisst ihr was? Es könnte sein, dass man das beim Net zuerst. Doch, hier, schaut mal. Risiko: arktische Grippe. Ah, okay. Die Bedürfnisse gehen da halt runter. Oh, weiß ich jetzt auch nicht, warum wir das. Ich würde jetzt wirklich gerne zuerst mal hier die Segel aufladen. Ui, das waren die letzten. Ja, jo. Ja, wir müssen bald Segel, glaub, produzieren. Kann man. Ich meine, ich schicke mal das Schiff schnell in die Arktis. Können wir hier irgendwo Segel? Haben wir Schafswolle? Ich glaube genug, oder? Haben wir hier vielleicht noch eine Segelmacherei-Dingsbums bauen, oder? Ja, warum nicht? Und zwar haben wir Strom, das passt eigentlich. Einfach ein bisschen Segel machen, ja. Ich denke, das schadet nicht. So, das Schiff ist jetzt unterwegs. Dann können wir die letzte Stufe von dem Hafen bauen, ja. Sehr, sehr gut. Schauen wir schnell, ob wir Ferras nochmal bekommen. Kann ich den eigentlich in der Arktis auch einsetzen? Das wird ja richtig cool. wenn er kommen würde. Er hat wohl keinen Bock. Wenn man denen nur den kleinen Finger reicht. Nee, sieht nicht so aus. Sieht leider nicht so aus. Der will nicht. Okay. Dann gibt es wohl eine Nullrunde. Okay, macht nichts. Also gehen wir weiter. Ja. Schauen wir weiter. Wo geht's weiter? Sollen wir mal. Wir müssen halt eigentlich hier weitermachen am Kap. Ich brauche hier erstmal ein paar Schiffe. Ja. Ich brauche hier erstmal ein paar ausgerüstete Schiffe. Oder wir stellen zuerst alles hierher. Anfangs könnte man natürlich auch machen. Ja. Ja, machen wir hier mal einfach ein paar Kartoffelhöfe hin, oder? Dass wir ein bisschen Schnaps haben, ja. Und zwar hier mal zwei Schnapsbrennereien. Würde ich sagen, hier noch ein Lagerhaus.
bisschen Weg und einfach ein paar Kartoffelhöfe. Aber sollten wir hier ja gleich mit Dingen arbeiten, mit ja, Traktoren und alles, ja? Das wäre eigentlich, würde ich glaube, mehr Sinn machen, oder? Natürlich brauchen wir da Öl und das Ganze. Ja gut, deshalb müssen wir hier wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen aufbauen. Ja, dass wir hier ein paar Ingenieure oder sowas haben. Okay, zwei Hilfe, zwei Dinge. Das sind die schon mal versorgt hier. Das passt. Ich brauche noch ein Wirtshaus. Bekommt ihr natürlich. Klar. Was haben wir sonst? Bedürfnisse alle versorgt. Sieht sehr gut aus. Ja, werden mal etwas die Stadt vergrößern. Ja, wir... denke, das können wir mal machen hier, dass wir dann aufsteigen lassen können. Die ersten Arbeiter ob uns einziehen lassen können, ja. Ich denke. Und so halt langsam anfangen, hier die Hauptstadt hochzuziehen. Also Platz haben wir hier genug. Da mangelt es auf keinen Fall. Ja, und dass wir dann den Palast irgendwann mal aufbauen können. Das wäre, denke ich, ganz wichtig, denn der bringt uns natürlich auch alles Mögliche. lohnt sich auf alle Fälle dann. So, fahren wir hier mal rüber. Zack, hier fahren wir auch rüber. So machen wir jetzt ein Raster. Man kann natürlich das Ganze dann auch kopieren, das ist klar. Aber ich denke, fürs Erste reicht es mal. Machen wir gleich hier, zack, ein paar Arbeiter, die wir dann natürlich auch versorgen. Aber bei dem Malinten, jetzt muss ich erstmal Rohstoffe ranschaffen. Ja, und dazu muss ich erstmal ein paar Schiffe ausrüsten. Tim, das ganze Zeugs dann bringen oder zumindest mal, dass ich halt hier einen Anfang habe, ja, wo ich dann natürlich das Cup selbstständig versorgen möchte, ja. Das ist ganz klar, das ist das Ziel. Alles selber produzieren, was wir hier verbrauchen. Unsere Einwohnerzahl wird dann rasant steigen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig. Und natürlich mehr Steuern. Und wir können später dann irgendwann mal unsere Hochhäuser bauen, ja. Also da habe ich richtig Bock drauf. Soweit war ich nämlich noch gar nicht in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie das Spiel so weit gezockt wie jetzt. Aber es machte einfach riesig Spaß und ja, deshalb spielen wir da auf alle Fälle weiter. Und wenn es 500 Folgen gibt, dann ist es halt so. Ich bin immer, ich kann es betonen, kann das nur betonen. Ich bin ja Anfänger, ja. Ich bin noch kein Profi, ich weiß ein bisschen was. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Die meisten von Ole, von den Flachmann-Dachsen. Also das sind wirklich coole Videos. Der hat Durchblick bei dem Spiel. höchsten Respekt. Das ist wirklich sehr, sehr cool, was der alles so baut und macht. Bauen wir das? Fahre ich auch mal in die Arktis. So, dann schauen wir mal in die Arktis, wie es hier weitergeht. Und zwar mehr Druck im Kessel. Bauen wir das Schiff hier? Nee. Ist da noch nichts gekommen? Kein Fleisch, kein kein. Warte mal, was brauchen wir denn? Ah, jetzt hier. Jetzt können wir endlich die letzte Phase starten, dass wir hier mal weiterkommen. Arktis, let's go. Starten wir. Phase beginnen. Die letzte Phase von unserem Hangar hier. Und sobald wir... keine Produktion, warum? Wo fällt es denn hier? Ich habe doch alles. Ja, sobald wir... denn fertig haben, können wir hier Luftschiffe erstellen oder bauen und ja, dann können wir anfangen, Gas zu fördern.
für Luftschiffe da. Das, denke ich, ist ein großer Schritt. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wartet mal, haben wir hier etwas? Forschen wir hier überhaupt noch? Hier wurde das letzte Item. Da können wir uns überlegen, was brauchen wir denn dann? Was brauchen wir als nächstes für Items? Haben wir da irgendwas? Arktis-Gas-Förderstätte, Forschungsberichte. Ah, beeinflusst Postamt. Den machen wir mal auf alle Fälle, zweimal. Sehr interessant, die Forschungsberichte über die Arktis kann ich, glaube ich, den Gelehrten dann bringen. Oh, das nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Was haben wir sonst noch? Was können wir denn hier noch brauchen? Ich habe keine Ahnung. Gerade ein bisschen, weiß nicht, was wir als, wo ich da jetzt noch Items brauche im Moment. Lass mal einfach das mal laufen. Mir fällt schon was ein oder ich werde schon eine Baustelle finden, wo Items fällen. So, habe ich schon die Schiffe rüber geschickt? Nein, noch nicht. Also müssen wir mal überlegen. Fahren wir einfach mal dahin. Und dann laden wir mal ein bisschen was ein fürs Cup. Ja, das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass wir langsam mal die ersten Materialien ans Cup bringen. Da, ja, langsam mal anfangen. Denn es ist ja auch ganz wichtig, dass wir da vorankommen. So, die Arktis. Gucken wir mal, ob es hier irgendwelche neuen Items vielleicht gibt, die wir brauchen können. Beeinflusst die Arktis. Wie war es das? Arktis ist das mit dem Rindfleisch. Okay. Jetzt haben wir hier Walfängerei. 40% Produktivität. Das nehmen wir mal mit. Hier. Holzfällerhütte, Schlitten. Nee. Ja, Hundeschlitten brauchen wir wahrscheinlich auch bald, oder? Könnte es sein? Gänse-Husky-Farm. Ja, nehmen wir einfach mal mit, ob wir es brauchen oder nicht. Arbeitskräfte minus 40. Nicht schlecht eigentlich. Das sind halt Arbeitskräfte, ja. Aber da haben wir ja eigentlich keinen Mangel. Pemmikan-Räucherei plus 40% Effektivität. Jo, haben wir glaube ich noch nicht. Nehmen wir auch mal mit. Ist das Holzfällerhütte, Schlittenmanufaktur? Zusätzliche Bretter nehmen wir auch mal mit. Bis das Ding halt voll ist. Was haben wir hier? Walfängerei nehmen wir auch mal mit. Ja, einfach alles kaufen hier. Brauchen wir denn nochmal? Weiß nicht. Walfänger, Robbenfänger. Hier haben wir noch was. Das ist gut. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Weil das die Walddichte verändert. Und das heißt, dass wir dann auf alle Fälle enger bebauen können. Wenn wir mal Platz hätten hier. Wie, schaut mal, hier ist schon ein bisschen knapp mit den Anlegestellen. Wenn wir hier vielleicht noch zu... schau mal, die Schlitten. Jetzt müssen wir auch noch Schlitten machen. Kein Bock. Kein Bock da drauf. Okay, die Phase läuft. Das sieht sehr gut aus. Wir müssen die Produktion ein bisschen verschieben. Ja, dass wir hier... Weiß nicht, machen wir überhaupt Produktion hier? Keine Ahnung. Das ist halt alles ein bisschen... Naja. Was brauchen wir eigentlich hier? Wir brauchen dann Holz. Wir brauchen Husky-Farmen. Das ist auch... interessant, ja. Ja, Husky-Farmen. Kriegen wir das alles hier hin? So viel Ding haben wir eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen das oder entweder hier vielleicht aufbauen. Wir haben eigentlich so und schon so die Produktionsketten. Wir haben zu wenig Leute, kann es sein? Ui, hier müssen wir ein bisschen aufrüsten. Ja. Zu wenig Arbeiter, das ist schlecht. Ja, ich würde sagen... Machen wir gleich mal hier.
Machen wir gleich mal hier ein paar. Wieso geht das jetzt nicht? Nicht verbunden. Ah, hier. Okay. Ja, wie gesagt, hier einfach ein paar Arbeiter mehr. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufrüsten. Da ist doch etwas zu wenig. Oh, hier haben wir schon drei Items drin. Walfänger, Walfänger. Ja. Die laufen natürlich schon. Boah, 200%, das ist doch cool. Haben wir aber bestimmt genug Wale hier, oder? Nee, halt, das ist oben. Was machen die eigentlich? Stimmt was nicht mit meiner Herren. Ach, das Öl. Das, genau. Ui, das wird aber gut verarbeitet hier. Junge, das ist ja wirklich, das ist ja krass. Ich habe hier, die laufen hier alle mit 200% und ich habe hier kein Öl. Krass. Oh, wir haben ja auch zu wenig, immer noch zu wenig Arbeiter. Ja, dann ist klar. Das ist natürlich blöd. Machen wir hier. Ah, hier gibt es noch Wärme. Hier gibt es noch Wärme. Ja, machen wir gerade. So, gehen wir hier ein bisschen hoch, ein bisschen rüber. Wie weit die Wärme geht hier. Hier können wir auf alle Fälle noch eine Reihe mal hinsetzen. Macht das Sinn hier? Moment. Kommen wir nicht nach oben. Müssen wir ab hier. Ja, einfach mal so. Dann gehen wir hier hoch. Und schauen mal. Jo, hier kann man doch noch ein paar Häuser hinsetzen. Ah, das wieder. Nein, das passt nicht hier. Das muss weg. Das auch. Hier eine Straße rüber. So. Jetzt schaut es schon besser aus, oder? Ja. Hier eine Straße hoch. Muss man halt so ein bisschen planen. Jo, genau. Passt. Wunderbar. Sehr gut. Sollte jetzt ausreichend sein. Haben wir hier ein Postamt? Hm, wir haben keinen Talg. Okay. Postamt. Mal schauen hier. Ja, nee, hier gibt's hier keine Post. Ui, was ist denn hier los? Was brauche ich denn für ein Postamt hier? Ui. Ein Überschuss an Arbeitern, den haben wir leider nicht. Hoffentlich schaden wir der Arktis nicht, wenn wir sie erwärmen. Uns fehlt Talg. Diese Post können wir schon mal freigeben. Zuerst ein Postamt dazu. Ist ja klar. Okay, gut. Kantineversorgung gibt's hier nicht. Ist auch schlecht. Muss man auch unbedingt ändern. Ja. In der Kantine nochmal hin. Ja, passt. Wunderbar. Sehr gut. Läuft doch ganz ordentlich. So. Schauen wir schnell auf die Uhr. Ja, es ist schon bald wieder Schluss. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich hoffe. Und der Hangar ist jetzt fertig. Ist er fertig? Nicht ganz. Ist unser Rindfleisch da? Ja, unser Rindfleisch wäre da. Das heißt, wir könnten jetzt das Item einsetzen. Das hier und das auch, oder? Nee, Parker bringt nichts. Brauchen wir Eisen, keine Ahnung. Die Items mal hier rein. So. Das Schiff gleich wieder hier hochfahren lassen. Passt, wunderbar. So, jetzt können wir hier mal die Items wieder einsetzen. Was haben wir denn hier noch so? Gänsefarm, Huskyfarm, nee. Jagdhütte. Das bringt uns was, oder? Und was haben wir sonst noch? Rentierjagdhütte, Walddichte. Ui, okay, cool. Da müssen wir jetzt 100% haben, oder? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade. Das, ach ja, das erhöht jetzt die Walddichte. Das heißt,
Moment, versetze ich das mal hier? Ist überall 100%? Ui. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn ich es jetzt so versetze, irgendwie geht das? Bringt das was? Vom Stapel gelaufen. Oh, nee, nicht unbedingt. Aber hier sind wir bei 100%. Ja, wenn wir das hier verbinden. Dann werde ich hier unten, kriege ich hier jetzt noch eine Hütte hin. Ja, seht ihr, das hat schon Sinn. Also, hat schon, macht Sinn. Ja, und die Hütten, die laufen ja natürlich jetzt auch richtig auf Vollgas. Das ist sehr, sehr gut. Natürlich produzieren die jetzt einiges mehr an Rentierfleisch, aber auch an Bärenfellen. Ja. Das heißt, wir können jetzt mit der Parker-Produktion eigentlich schon beginnen. Wartet mal. Robbenfälle. Nehmen wir natürlich hier keine. Das ist blöd, ja. Bärenfälle bekommen wir hier, oder? Ja, schleppend. ist noch nicht so das Optimale. Ja, denen fällt auch Kaffee. Kaffee, Hundeschlitten. Nein, die bauen jetzt eine ganze Menge. Wisst ihr das? Wisst ihr was? Wir machen mal schnell eine Kaffee. Die Falke. Wir richten eine Route schnell ein. Und zwar nehmen wir die Falke. Falke, ist sie? Falke. Wo haben wir denn den Falken? Nee. Kunde. Springmus, Ulta, Sturmvogel, hey. Ja, ich weiß, man kann es auch suchen, aber okay, neue Welt, Kaffee. Laden wir mal Kaffee ein. Ich hoffe, wir haben hier noch genug Kaffee. Ja. Schauen wir gleich mal nach hier. Ah, Kaffee ist da oben. Ja. Sieht gut aus, oder? Genau. Dann lassen wir erstmal Kaffee zu den Technikern bringen. Dass das schon mal versorgt ist. Und dann den Rest müssen wir eh hier herstellen. Ja. Zack. Warum nicht? Passt wunderbar. Okay, gut. Jetzt, was macht unser Hafen hier? Fertig, oder? Abschließen, yes. Das ist der Hangar? Wie wundervoll. Sir John wird der Erste sein, der Ihnen dazu gratuliert, sobald wir ihn finden. Okay, das erste was Luftschiff. Kein Gas? Oh, na gut, dann werde ich dir wohl welches leihen müssen. Ja, wir haben kein Gas. Muss ich das jetzt beim Net holen? Kann das sein? Muss ich das Gas? Holen Sie in der Nähe Ihres Kontos Gas. Ja, ist das hier? Ach, das ist hier jetzt. Okay, holen wir schnell das Gas hier ab. Und dann können wir unseren ersten Zeppelin bauen. Dann geht's in der Arktis endlich weiter, ja? Wir müssen ja den verschollenen Ehemann da finden, den Forscher und Entdecker. Dazu brauchen wir aber einen Zeppelin. Dann geht's hier endlich weiter, sobald das Schiff hier kommt. Ja, nein, das war's nicht. Jetzt kommt's aber. Und Gas aufgenommen, Bergen. Ach komm schon, kriegt das Gas nicht. Ja, das setzen wir mal schnell hier. Das setzen wir nicht. Ja, dann reißt man das halt ab. Muss man an das Gas hier rankommen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt komm schon, berg das Gas hier. Hallo. Come on, echt. So, jetzt.
bauen sie... Ich kann nicht aufhören, heiße Luft zu produzieren. Nur durch Schnattern kann ich mich hier oben halten. Gut, dann haben wir das Gas jetzt und fahren das zu unserem Kontor hin. Ja, bauen wir wieder den Walfänger. Den hätten wir gar nicht abreißen müssen, aber ist halt so. Nee, nicht Robben, sondern Wal, bitte. Genau, wunderbar. Sieht hier echt das Öl aus, das ist schon krass. Ja gut, aber wir haben wirklich... Robbenfälle sind voll, ja. Puh, wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir hier brauchen fürs Postamt 30 Ziegelsteine. Haben wir hier Ziegelsteine? Mehr Druck im Kessel. So, das Gas schnell abliefern hier. Haben wir hier Ziegelsteine? Ich glaube schon. Nur mal schnell was abzwacken. Bauen wir das schnell hier hin. Ich kann mir hier ein Postamt bauen, dann geht ein bisschen die Einwohnerzahl automatisch hoch. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Genau, jetzt bauen wir mal das erste Luftschiff. Geben wir in Auftrag, ja. Und das wird in der nächsten Folge dann fertig sein. Da geht es dann weiter. Das war's für heute, liebe Leute. Wir sind noch ein gutes Stück vorangekommen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Hier bauen wir noch schnell das Postamt hin, bevor ich das vergesse. In der nächsten Folge dann zu bauen. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr, sehr freuen. Unterstützt natürlich meinen Kanal. Danke für euren Support. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Der Zug ist raus. Bis zur nächsten Folge. Anno 1800 Finale. Ciao, ciao.